Monrovia, die Hauptstadt von Liberia. Das Land liegt an der Westküste des afrikanischen Kontinents und wurde bis 2003 von einem 14 Jahre andauernden Bürgerkrieg erschüttert. Im Mai 2015 hatte der Deutsche Bundestag über die Beteiligung an der United Nations Mission in Liberia, kurz UNMIL, abgestimmt. Seit Juni 2015 versehen drei deutsche Soldaten im multinationalen Hauptquartier der UN ihren Dienst, um den laufenden Friedensprozess im Land zu unterstützen. Nach 13 Jahren befindet sich die Mission in der entscheidenden Schlussphase. Im Juni soll die komplette Sicherheitsverantwortung wieder an Liberia übergeben werden. Vorweg kann man sagen, dass die Mission auf jeden Fall eine erfolgreiche ist. Wenn man überlegt, wo Liberia und wo die Mission angefangen haben, als es zur selbiger kam, muss man sagen, nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg lag dieses Land völlig danieder. Es gab keine funktionierende Ordnung, es gab kein Gesundheitswesen, es gab de facto nichts außer die Menschen und dem Bürgerkrieg. Meine beiden Mitstreiter und ich stellen das deutsche Einsatzkontingent, wenn man so will. Ich bin der Deputy Force Commander. Ich vertrete den Force Commander, wenn er abwesend ist, in allen Belangen im Rahmen der Missionsführung. Dazu bin ich noch der Chief Military Observer. Das heißt, mir gehören alle Militärbeobachter, die derzeit noch auf 8 Teams im Land verteilt sind und die mir auch direkt unterstellt sind. Wann immer es zeitlich möglich ist, begleitet der General sie bei ihrer täglichen Arbeit. Heute geht es per Hubschrauber nach Harper, einer Stadt ganz im Süden des Landes an der Grenze zur Elfenbeinküste. Auftrag der 120 UN-Beobachter ist es, die riesigen Gebiete, teils so groß wie das Bundesland Hessen, zu überwachen und Präsenz zu zeigen. Sie interessieren sich für die Lebensumstände der Bevölkerung und Veränderung in der Besiedlungs- und Infrastruktur. Aber auch illegale Grenzübertritte, Schmuggel und der Raubbau von Ressourcen werden bei den Patrouillen dokumentiert. Am nächsten Tag, Camp Abuja am nördlichen Stadtrand Monrovias. Neben den UN-Beobachtern ist hier eines der drei Sicherungsbataillone der UN stationiert. Gemeinsam wird die heutige Fußpatrouille vorbereitet. Ziel ist der Douala-Markt, einer der größten Märkte Monrovias. Die UN-Beobachter suchen den direkten Kontakt zur Bevölkerung, sind eine Art Seismograph für Konflikte. Für den bolivianischen Militärbeobachter ist es nicht die erste Patrouille. We were driving around asking people. Wir fahren umher und reden mit den Menschen. Wir sammeln Informationen über die Sicherheitslage und Bedingungen vor Ort, informieren uns über die wirtschaftliche Situation, die medizinische Versorgung, Kliniken, Schulen, solche Dinge. Diese Informationen sind wichtig für uns, damit die UN mit der Regierung zusammenarbeiten kann. Die Kolonne macht sich auf den Weg. Bis zum Ziel sind es nur wenige Kilometer. Auf dem Markt angekommen, mischen sich die UN-Beobachter unter die Menschen und suchen den Kontakt. Es ist laut und chaotisch. 1000 Gerüche sind in der Luft. Die UN-Beobachter Manuel und Luis treffen Elvira. Sie arbeitet auf dem Markt. Ein Haarschnitt kostet bei ihr umgerechnet nur wenige Cent. Bereitwillig erzählt sie, wie ihre Geschäfte laufen, dass die Konkurrenz groß ist, die Kunden immer mehr um den Preis feilschen. Mit Haare färben verdient sie das meiste Geld. Auch die Holzkohlehändler beschweren sich über den Preisverfall und die aus ihrer Sicht minderwertige Ware ihrer Konkurrenz. Nach 2 Stunden auf dem Markt endet die Patrouille. Zurück im Camp schreiben die UN-Beobachter dann ihre Berichte, die im Hauptquartier ausgewertet werden. Heute lief es gut. Das Verhältnis zwischen der Bevölkerung und der UN ist vertraut. Sie sind freundlich und bereit, uns Informationen zu geben. Die Menschen berichten, was vor sich geht, was gut oder schlecht ist, was sie brauchen. Es ist sehr nützlich für uns, solche Orte zu besuchen. Früher haben wir das täglich getan. Dies ist wegen der verbesserten Sicherheitslage heute nicht mehr nötig. Bis Mitte 2016 wird sich die Zahl der in Liberia eingesetzten UN-Kräfte deutlich verringern und die komplette Verantwortung für das Land wieder in den Händen der liberianischen Regierung liegen.